Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst... Oh Mann. Okay, das ist bestimmt Feindgebiet. Ja, das sieht nach einer Festung aus. Nein, so weit reicht das nicht, okay. Ach du Scheiße. Okay, das sind so sehr viele, sehr, sehr viele. Okay, habe ich noch Schlaffälle? Ja, gut. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Was? Oh, nee. Verdammte Flammen! Komm, halt still. Halt schnell vorbei. Da kommt er. Da bist du ja. Bin in Reichweite. Wer schießt hier? Ups. Da bist du ja. Nope. Das glaube ich nicht, Tim. Noch einer? Nö. Okay. Nur für den Fall, dass noch einer auf die Idee kommt, hier hochzukommen. Mit den Händen gerne zuerst ausschalten, wahrscheinlich nicht zu klappen. Liegt schon länger hier, was? Nein, hat sich gerade das hingelegt. Was? Und gute Nacht. Okay, die beiden müssten die letzten sein. Ach komm, ich verschwende doch nicht meine eigene Muni, wenn ich die hier habe. Was? Also, wenn du einen Schuss von der Balliste so überlebst, dann bist du mein Held. Geht doch. Jesus, okay. Hier war ein Schatz drin. Oh, Eisen. Sehr schön. Vielen Dank. Das Loot nehmen wir gerne mit. Das hier natürlich auch. Die Pfeile sowieso. Hier muss noch irgendwo eine Leiche. Was? Oh, wirklich? Oh. Gottes Willen, hey. Okay, das ist die Verluke, die wir haben wollen. Dann hoffen wir mal, dass wir die nicht irgendwo beim Rausfall abfackeln. Okay, ich habe jetzt ein, zwei Mal Frame Drops und zwar richtig böse. Halt die Fresse. Geh doch. So. Damit geht's weiter. Hui.
Warte, wir bringen es genau 2 Stege weiter. Das sieht man ja zum Glück überhaupt nicht. Oh wow. Kinder, Kinder, Kinder. Das ist Tarnen und Täuschen. Es ist so offensichtlich, dass es nicht offensichtlich ist, oder wie? Wie der rote Sportwagen als Fruchtauto. Oh Mann. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine Cutscene. Oh, nettes Geschenk. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Cefeto ist viel zu mächtig. Zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Cefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Und alle anderen Götter auch. Okay, nächste Nebenquest. Smoke on the Water. Und jetzt habt ihr alle einen Ohrwurm. Geht's jetzt? Was? Amosis? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Cefetos Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Cefeto erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss. Mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Cefetos Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Ihr habt doch einen Dachschaden. Ja, falsche Taste. D wäre rechts, nicht E. Das ist wieder 2 Stege weiter. Das sieht man doch. Sieht nicht aus, als würde die sich ausruhen. Die Flusspferde allerdings schon, ne? Schon. Koloss von Rodos oder was? Oh wow. Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben! Ja, töten trifft's eher.
Geht doch. Wie nennt man dich? Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Aha. Was ist denn falsch daran, Sefetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sefetu? Haku hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Du willst mir nicht sagen, dass auf der Insel... Ich will es nicht wissen. Woher kennst du Hakuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst... Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Was? Wo? Hä? Was will die von mir? Nein! Nein! Wenn du, Annen, Venis! Oh, fuck. Dieser Ort wird schwer bewacht. Sefetus Männer brennen alles nieder! Bleib hier. Ich kümmere mich um sie. Entweder ist deine Grillparty ziemlich aus der Hand geraten. Hey! Oh, wow. Hey, was auf, du Wurm? Mist, hier gibt's Ärger. Diese Großschildträger sind noch immer ein Problem für mich. Ich weiß noch immer nicht, wie ich gegen die kämpfen soll. Wahrscheinlich wird eine andere Waffe gegen die besser. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Oder mich halt anzuschleichen. Was? Da bist du ja. Das war's. Stirb. Oh Mann. Hey, stirb, du Sau. Oh nee. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Oder so. Ich spreng dich um. Hey. Komm. Hilfe! Ach, halt doch die Schnauze.